Um die Geschichte von Manuel Fischer zu erzählen, bräuchten wir wahrscheinlich eine komplette Ausgabe von Startblock 07. Zusammengefasst, 2006 wurde Fischer bei der U17-EM in Luxemburg mit 5 Treffern Torschützenkönig. Im Dezember 2007 feierte er als 18-Jähriger in der Champions League beim Spiel Barcelona gegen den VfB Stuttgart im legendären Camp Nou sein Profidebüt. Danach begann eine Odyssee mit Stationen bei 13 Vereinen. Ein Erstligist war nicht mehr mit dabei. Seit Sommer ist Fischer wieder angekommen in seiner Heimat Stuttgart. Kicken tut er immer noch, knipsen genauso. Beim Bezirksligisten Meichingen hat er in 9 Spielen bereits 13 Tore erzielt, bei seiner neuen Liebe, dem Futsal, in 7 Spielen sogar 19. Dann einfach gesagt, okay, ich möchte mal schauen, in eine andere Richtung mich bewegen, habe mir das Ding in der Halle hier mit dem Futsal mal so ein bisschen angeschaut und ich muss sagen, dass es mega Spaß macht und mir geht es um Spaß. Wie gesagt, ich bin in Stuttgart, ich kann hier durch den Futsal, durch den Fußball trotzdem noch meinen Spaß haben, mich bewegen und ich kann im Futsal dann auch noch meine Erfolge feiern und bin zufrieden. Im September hat Fischer zum ersten Mal beim TSV Weil im Dorf seine Futsalschuhe geschnürt. In der aktuellen Saison gab es direkt in 7 Spielen 7 Siege. Fischer fühlt sich pudelwohl, auch wenn der Umstieg gar nicht so einfach war. Ich muss ehrlich sagen, am Anfang habe ich schon ein bisschen hinterher geschaut, weil es wirklich auch mit dem Fußball nur ansatzweise zu vergleichen ist. Natürlich glaube ich schon, dass ich durch den Fußball meine gewisse Qualität mitbringe. Aber ich muss sagen, durch die Spielabläufe und auch das ganze Taktische in dem Bereich musste ich erst mal lernen. Dann haben wir hier halt, ja, der Trainer spricht Englisch teilweise, kein Deutsch, dann mit Übersetzen und so weiter. Es klappt gut, aber es war natürlich auch eine Eingewöhnungsphase. Hat eine gewisse Zeit gedauert. Ich konnte meine Tore machen, ja. Aber ja, jetzt so langsam kommt das Ganze so richtig ins Rollen. 7 gute Spiele und schon klingelt das Telefon. Der ehemalige U16, 17 und 19 Nationalspieler ist ab sofort auch im Kader der Futsal-Nationalmannschaft. Ich konnte ein paar Tore schießen jetzt schon in der Saison. Ich glaube, der Bundestrainer war auch schon bei einem Spiel gegen Regensburg dann da. Das lief ganz ordentlich für uns. Ich habe das Glück, dass ich hier eine sehr, sehr gute Mannschaft von der Qualität her vorgefunden habe und ja, das spielt natürlich alles so ein bisschen mir in die Karten. Ich probiere da meinen Beitrag dazu zu leisten und es läuft bis jetzt sehr, sehr gut. Nächste Woche geht es zum Lehrgang in die Schweiz. Am 3. Dezember steht dann der letzte Test vor der WM-Qualifikation um 19.30 Uhr in der Stuttgarter Arena gegen die Schweiz an. Im Gegensatz zu Fischer hat der 27-jährige Torhüter vom Verbandsligisten TSV Essingen, Philipp Less, schon 4 Futsal-Länderspiele. Auch er kam mehr oder weniger überraschend zum Futsal. Eigentlich ganz kurios, letzten Januar wurde ich dann gefragt, ob ich für den WFV das Länderpokalturnier spiele. Habe mich dann dafür entschieden und hat mir dann die Eintrittskarte für den DFB gegeben. Und seitdem habe ich jetzt dann schon meine Visitenkarte abgeben können, ja, in der Nationalmannschaft. Auch der Torhüter musste sein Spiel der Halle anpassen. Hier kommt es auf andere Dinge an. Es ist reaktionsschneller. Ich denke, man braucht ein bisschen mehr Mut für den Ball, länger stehen zu bleiben, sich auch mal abschießen zu lassen. Wobei meine persönliche Stärke, Vorteil ist, denke ich, das Fußballerische. Und deswegen denke ich, dass ich vielleicht gar nicht so schlechte Karten für die WM habe, weil ich der Mannschaft beim Fuß auch helfen kann, ja. Wer ein guter Futsalspieler sein möchte, der braucht vor allem eine gute Technik. Gerade für den Fußballnachwuchs kann die Hallenvariante nur Vorteile haben. Deswegen ist der Württembergische Fußballverband auch bemüht, das Thema Futsal nach vorne zu bringen. Wir hatten am Anfang schon die Schwierigkeiten, in ganzen Württemberg dann diese Futsal-Geschichte darzulegen, auch den Vereinen. Aber jetzt so langsam kommt es, die Vereine nehmen es an, die Bezirke nehmen es an. Das freut uns ungemein im Württembergischen Fußballverband. Und es bringt auch Spaß und man sieht auch technisch gute Spiele, wunderbar. Und Futsal scheint auch die Jugend zusammenzubringen. Das zeigte das Mitternachtsturnier in Winnenden, wo 15 Teams bis morgens um 3 um den Sieg spielten. Man kann viel bewegen, weil die Jugend oder die aktiven, speziell alles aktive Spieler, die freuen sich sehr auf das Turnier. Also die werden mich nach dem Turnier schon fragen, wann ist das nächste Turnier. Und man merkt einfach, sehr viele Nationalitäten, Flüchtlinge sind da, man verbindet und das ist das Beste, was man macht. Wer Futsal mal live erleben möchte, am Montag, den 3. Dezember, steht das Länderspiel in der Scharena an. Ansonsten kann man ja auch mal Manuel Fischer beim TSV Weil im Dorf bewundern.